100 Jahre ist ja schon ein großes Stück. Das schafft ja nicht jedes Unternehmen und das ist eine große Sache. Grundsätzlich ist das erstmal ein gutes Gefühl, dass wir diese Zeit schon überstanden haben. Nach dieser langen Zeit noch immer optimistisch in die Zukunft blicken. Vielleicht sind wir auch ein bisschen stolz, dass wir da schon jetzt in der dritten Generation sind und sind dabei, eben die Weichen aufzustellen für die nächsten 20, 30, 40 Jahre. Das Teamgefühl beschreibt sich eigentlich sehr gut mit unserer Arbeitgebermarke, persönlicher Einsatz, gemeinsamer Erfolg. Das ist es, das, was es hier ausmacht. Jeder Einzelne gibt sein Bestes. Ich habe sehr nette Kollegen und bin halt immer der Meinung, dass die Firma genauso mit der Eifel und mit der Heimat verwurzelt ist, wie ich halt auch selber. Und das Unternehmen halt so weiter existiert und sich so gut weiterentwickelt, wie es sich halt in den letzten 100 Jahren entwickelt hat. Also zu einem verlässlichen, familienfreundlichen Arbeitgeber hier vor Ort. Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiter und was wir zusammen mit unseren Mitarbeitern geschafft haben. Da möchte ich mich bei allen bedanken und hoffe, dass wir den Weg gemeinsam so weitergehen können, wie wir ihn doch jetzt gerade in den schwierigen Zeiten recht erfolgreich gegangen sind. Gesund bleiben als Unternehmen und damit halt auch den Mitarbeitern immer diese wirtschaftliche Sicherheit geben. Uns weiterentwickeln, ja auch, dass wir in den nächsten 100 Jahren ähnlich erfolgreich sind wie in den letzten 100 Jahren.